Edmund Seil, liebe Jäger, wir befinden uns heute in meinem Geschäft. Wir schauen uns heute im Video an, wie sich ein verschmutzter Schalldämpfer auf die Treffpunktlage auswirkt und wie sich ein verschmutzter Schalldämpfer auf die Dezibel auswirkt. Man hört immer wieder, dass verschmutzte Schalldämpfer eine bessere Dämmleistung haben sollen als gereinigte Schalldämpfer. Mir wird immer gesagt, ja, wenn der Schalldämpfer einige Schuss hat, dann dämmt er besser. Ob dies ein Synonym ist oder ob das wirklich der Wahrheit entspricht, sehen wir uns auf dem Schießstand an. Wir werden den Schalldämpfer verschmutzt schießen. Es sind auf diesem Hauskin JD224 Extreme, den ich hier habe, ca. 200 Schuss oben. Also wir haben ca. 200 Mal damit geschossen. Zugegeben eine sehr hohe Schussanzahl. Ist nicht empfehlenswert. Ich empfehle, den Schalldämpfer nach 100 bis 150 Schuss zu reinigen bzw. zu reinigen lassen. Entweder macht es selbst, man kann den Schalldämpfer zerlegen, oder sonst macht das eben sicher ganz gerne euer Büchsenmacher. So, nun werden wir mit dem Schalldämpfer auf den Schießstand gehen, einige Schüsse machen, verschmutzt, danach wird der Schalldämpfer gereinigt. Und wir werden unverschmutzt wieder einige Schüsse machen. Treffpunktlage wird bewertet. Schießt der Schalldämpfer verschmutzt gleich als unverschmutzt? Und wie hoch ist der Dezibelwert verschmutzt und gereinigt? Das ist der Schalldämpfer, mit dem wir heute schießen. Wie schon gesagt, den Hauskin JD224 Extreme. Wir wiegen den Schalldämpfer nun mit einer Waage, um nach der Reinigung festzustellen, wie sehr bzw. wie viele Pulverrückstände im Schalldämpfer waren. So können wir ein schönes Ergebnis herausfiltern. Der Schalldämpfer hat ein Gewicht in verunreinigtem Zustand von exakt 403 Gramm. So, wir befinden uns jetzt auf dem Schießstand. Die linke Scheibe ist der verunreinigte Schalldämpfer. Die rechte Scheibe wird der gereinigte Schalldämpfer sein. Beginnen wir natürlich mit dem verunreinigten Schalldämpfer. Dezibelmessgerät haben wir auch hier, um die Dezibel zu messen. Los geht's. So, wir starten nun das Dezibelmessgerät. Der Durchschnittswert der Dezibelmessung liegt bei ca. 106 Dezibel. Der erste Schuss war mit 105 Dezibel, 105,5, und der zweite und der dritte Schuss lag ca. bei 106, 106,5 Dezibel. Also, dass der erste Schuss lauter ist als weitere Schüsse, erweist sich auch als falsch. So, jetzt wird der Dämpfer gereinigt und wir schauen uns das Ergebnis mit gereinigtem Dämpfer an. So, wir haben den Schalldämpfer nun ausgiebig gereinigt. Wir machen dies mit einem Ultraschallgerät. Das funktioniert sehr, sehr gut und ist auch
vom Zeitaufwand eine relativ rasche Lösung. Zur Reinigung gibt es in einem meiner nächsten Videos mehr. Es war doch einiges an Pulverschmauch vorhanden. Wir sehen hier das Gewicht. Ist deutlich geringer als mit dem verschmutzten Dämpfer. So, nun sehen wir uns die nächsten Schüsse an mit dem gereinigten Dämpfer. Auf die Dezibelmessung können wir auch gespannt sein. So, wir sind nun mit dem gereinigten Dämpfer am Schießstand. Es wird wieder der Dezibelwert bestimmt und die Treffpunktlage mit dem gereinigten Dämpfer. Wir sehen hier deutlich, die Treffpunktlage ist nahezu ident. Der Durchschnittswert ist ca. 102,7 Dezibel. Treffpunktlage sieht man hier, 3 Schuss, ein exzellentes Schussbild. Muss man zufrieden sein. So, wir haben nun das Ergebnis des heutigen Tests. Wirklich sehr, sehr interessant. Der verschmutzte Schalldämpfer auf der linken Seite hat einen Durchschnittswert von ca. 106 Dezibel. Der gereinigte Schalldämpfer hat einen Durchschnittswert von ca. 102,8 Dezibel, also deutlich geringer. Das Schussresultat: der gereinigte Schalldämpfer, 3 Schuss, der verschmutzte Schalldämpfer, 3 Schuss, ebenfalls sehr zentrisch. Also die Treffpunktverlagerung verschmutzt und nicht verschmutzt ist absolut vernachlässigbar im jagdlichen Sektor. Es spielt jagdlich absolut keine Rolle. Eine große Rolle spielt der Dezibelwert aus meiner Sicht, da der gereinigte Dämpfer doch um über 3 Dezibel besser dämmt als der verschmutzte Schalldämpfer. Wer sich ein bisschen mit Akustik befasst, wird wissen, 3 Dezibel Unterschied, das ist wirklich eine ganz große Menge. Also ihr solltet den Schalldämpfer doch regelmäßig reinigen, also nach ca. 100 Schuss, nicht wie wir in unserem Extremtest mit 200 bis 250 Schuss. So viel hatten wir mit dem Hauskin-Schalldämpfer gemacht. Die Blase 8, beide Schussbilder sind wirklich sehr, sehr schön. Munition wurde heute verwendet, die Norma Diamond Line, eine sehr zuverlässige, präzise Patrone. Das Equipment war ein Blase 8, Professional Success Carbon Ausführung. Zielfoptik war ein Swarovski Z8i 2,3 bis 18x56. Der Lauf der Waffe ist ein 52 cm kurzer Lauf, also ein sehr, sehr kurzer, handlicher Lauf. Der Dämpfer ist eben der Hauskin JD224 Extreme. Aus meiner Sicht der momentan beste Dämpfer am Markt bezüglich Dämmleistung, Gewicht, Größe. Wir werden im nächsten Test etwas über die Reinigung des Schalldämpfers sehen. Wir werden auch einiges über die Dämmleistung verschiedener Schalldämpfer sehen. Ein Dezibelmessgerät, das hat uns die Firma Laber zur Verfügung gestellt.
Ja, liebe Jäger, das war's vom heutigen Test. Wir haben heute den Schalldämpfer Hauscan JT224 Extreme getestet, verunreinigt und gereinigt, Dezibelmessung verunreinigt und gereinigt. Es war aus meiner Sicht sehr spannend. Die Treffpunktlage war in etwa gleich mit dem gereinigten und dem nicht gereinigten Dämpfer. Der große Unterschied lag in der Dezibelmessung. Der Wert ungereinigt lag doch um einige Dezibel schlechter als der Wert gereinigt. Gereinigt hatten wir einen Wert von 102,7 bis 102,8 Dezibel. Verschmutzt lag der Wert bei ca. 106,5 Dezibel, also deutlich höher als der gereinigte Dämpfer. Das ist aus meiner Sicht logisch. Der Hauscan JT224 Extreme hat eine Stahlwolle im Dämpfer. Diese Stahlwolle verschmutzt mit dem Pulverschmauch. Durch die verschmutzte Stahlwolle wird natürlich die Dämmleistung herabgesetzt. Ein logischer Vorgang. Das Erstschussverhalten mit nicht gereinigtem Dämpfer haben wir auch gesehen. Der erste Schuss lag bei 105 Dezibel, ein bisschen über 105 Dezibel. Also wenn gesagt wird, der Dämpfer, der erste Schuss ist schlechter von der Dämmleistung, das mag für manche Dämpfer stimmen. Für den Hauscan JT224 Extreme trifft das nicht zu. Und für uns Jäger ist natürlich der erste Schuss wichtig und nicht der dritte oder vierte oder fünfte Schuss. Manche Dämpfer reagieren scheinbar beim ersten Schuss noch nicht so gut bezüglich Dämmung. Der Hauscan JT224 Extreme ist vom ersten Schuss weg perfekt bezüglich Dämmleistung. Ja, es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zuseht. Da geht es um die Reinigung unter anderem und weiters wird es auch darum gehen, dass wir verschiedene Schalldämpfer von der Dämmleistung testen. Hauscan JT224 Extreme ist aus meiner Sicht sicher die Benchmark bei den Schalldämpfern momentan. Wir werden sehen beim nächsten Test, was die anderen im Vergleich zum Hauscan können. Weidmannsheil, bis bald.